Der Gospel ist die Kirchenmusik der Schwarzen in Nordamerika und hat seinen Ursprung sowohl in den geistlichen Gesängen des 18. Jahrhunderts als auch in der schwarzafrikanischen Musik. Er ist die durch den Jazz beeinflusste moderne Form des Spirituals und feierte nach seinem ersten Aufkommen anfangs des 20. Jahrhunderts den Höhepunkt zwischen 1945 und 1960, als zahlreiche Gospel-Karawanen von begabten Sängern und Musikern die Vereinigten Staaten durchzogen und in den Kirchen und Gemeindesälen der schwarzen Bevölkerung auftraten. Seither wurde diese Art Musik immer populärer und hat Soul-, Rock- und Popmusik sowohl in ihrem tieferen Sinn als auch in ihrer kollektiven Ekstase in entscheidendem Maße geprägt. Der Gottesdienst der Schwarzen besteht nicht einfach aus einer Predigt des Pfarrers und einer passiven Gemeinde von Gläubigen, sondern ist ein spontanes Zwiegespräch mit Gott in Form von Gospelgesängen, in welchen das gesungene Gebet des Einzelnen zum religiösen Erlebnis der ganzen Gemeinde wird. You may rebuke me, and you may scorn me. You may scandalize my name. But let me tell you at the cross, I say that I'm on my way to a heaven anyhow. Let every heart say amen. Amen. Let's say it again. Amen. We wish to welcome you to our gospel services here tonight, and we hope and trust that you will get a blessing from these services, that you can carry down this lonesome road through life. Mm-hmm. And now we'd like to bow our heads at a little prayer. Father, I stretch my hand to thee, for there's no other help I know. If thou withdraw thy hand from me, where could I go? I love the Lord, for he heard my cry and pitied every groan. I love the Lord. He heard my cry. Well,
And he pitied every groan. Ooh.
wonder world.